Servus Freunde und herzlich willkommen bei Mental gewinnt. Heute mal ein kurzes Video und ich werde heute auch gar nicht so viel reden, sondern ich möchte die neue Tennis US Open Siegerin Bianca Andreescu zu Wort kommen lassen. Denn sie hat sich auf einer Pressekonferenz des kanadischen Tennisverbandes, sie ist ja Kanadierin, darüber geäußert, wie wichtig für sie das mentale Training ist. Hören wir mal rein. I've been preparing mentally for this for a pretty long time. I mean, I'm only 19, but I've been doing it ever since I was 12. Like I said, ever since my mom introduced me to it, and I think it's helped me tremendously, especially in tough situations like playing Serena in the finals of US Open. It really, really helps me stay in the present moment, especially with my breathing. I think the breathing part of it is very important. And it helps me get in my zone, and it helps me block out a lot of distractions, like the crowd. The crowd was crazy in New York. That's why it's such a special tournament. But yeah, I really think the mental side is the most important at this level. Ich finde die Aussagen ziemlich beachtlich, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen trainiert heute nahezu jeder Spitzensportler auch mental. Zum anderen aber geben es sehr viele von ihnen nach wie vor nicht zu, weil sie es irgendwie für eine Art Schwäche-Eingeständnis halten, was natürlich totaler Blödsinn ist, denn das sieht man ja an Bianca Andreescu. Also die musste im Finale gegen Serena Williams wirklich nicht nur gegen eine Gegnerin ankämpfen, sondern sie hatte wirklich das gesamte Stadion gegen sich und hat es trotzdem geschafft. Und ihr habt ja gehört, welchen Anteil sie dabei dem mentalen Training beimisst. Wenn ihr auch mental stark werden wollt und wer weiß, vielleicht sogar irgendwann mal die US Open gewinnen wollt, dann empfehle ich euch, abonniert doch diesen Kanal, denn wir schauen uns immer mal wieder verschiedene Mentaltechniken und Tricks an. Die sind wirklich sehr, sehr leicht zu erlernen, braucht nicht viel Zeitaufwand, das kann wirklich jeder. Jeder hat die Möglichkeit, mental fit zu bleiben. In diesem Sinne, schaut bzw. hört auch mal in den Podcast rein. Mental gewinnt gibt es ja auch hier auf YouTube. Donnerstag geht es da auf jeden Fall weiter und ansonsten bleibt Gewinner. Bis zum nächsten Mal. Ciao. We'll be right back.